Hallöchen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei Talking Malls. Ihr seht, ich bin heute mal in meiner Küche, weil heute möchte ich euch, wie schon angekündigt, einen Tee vorstellen und der richtet sich besonders an die Leute, die wie ich gerne sehr rauchigen Whisky mögen und die volle Rauchdröhnung möchten. Es geht heute um chinesischen Rauchtee, auch bekannt als Lapsang Zuchong. Zuchong. Genau wie man es ausspricht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das Besondere hieran, es ist ein schwarzer Tee, der klar erstmal getrocknet wird. Und nach dem Trocknen wird er über Kiefernholz geräuchert, und zwar ordentlich. Nach dem Räuchern geht man dann hin und röstet den nochmal. Und nach dem Rösten ist das dann häufig auch so, dass man den dann nochmal räuchert. Und das Ergebnis, wenn ihr den noch nicht kennt, ist wirklich umhauend. Weil, wenn ihr zum ersten Mal an so einem Lapsang Zuchong riecht, da kippt ihr wirklich um. Das ist wirklich so, als ob ihr hier brennendes Holz in der Tüte habt. Boah, richtig intensiver Rauch. Also wirklich heftig. Und ich habe den ein paar meiner Kollegen auf der Arbeit auch schon gezeigt und die waren erstmal ein bisschen abgeschreckt. Also es ist schon wirklich heftig, was da rauskommt. Zubereitung ist auch wirklich sehr einfach bei dem Ding. Ihr braucht einfach für ein Glas Tee, ich sag mal Pi mal Daumen, 2 Teelöffel. Lange ziehen muss der auch nicht, weil er eben so intensiv ist. Ungefähr 2 Minuten. Ja, also, ich habe da auch mal was vorbereitet. Jetzt fehlt noch kochendes Wasser. So, und wenn das Wasser dann fertig ist, nehmt ihr das kochende Wasser und gießt das dann einmal über den Tee drüber. So. Ziehzeit von dem Lapsang Zuchong ist ungefähr 2 Minuten. Durch die zweimalige Räucherung über Kiefernholz verströmt der Lapsang Zuchong ein intensiv rauchiges Aroma, welches sich im kompletten Raum entfaltet. Ein kleiner Tipp von mir am Rande: Durch die kurze Ziehzeit von ungefähr 2 Minuten könnt ihr den chinesischen Lapsang Zuchong auch mehrmals aufgießen. Hierbei einfach bei jedem neuen Aufguss beachten, die Ziehzeit um ungefähr 1 Minute verlängern. So, und wenn der Tee dann jetzt 2 Minuten gezogen ist, dann fällt direkt auf, was für eine dunkle Farbe der angenommen hat. Ist halt, weil der so intensiv geräuchert und geröstet ist. Und die ganze Küche, die riecht jetzt schon hier, als ob hier irgendwo ein kleines Lagerfeuer brennt. Also es ist richtig extrem. Vom Aroma her, man riecht den schwarzen Tee, relativ mild. Und dazu hat man halt diese heftigen Räucheraromen. Oh, heftig. Und vom Geschmack, man sollte den Rauchtee übrigens wie guten Whisky pur genießen, also kein Zucker rein, keine Milch rein. Und dann habt ihr wirklich einen Tee, der ja intensiv nach Rauch riecht, im Geschmack aber vergleichsweise mild ist, lieblich. Habt halt Schwarztee, also leichte Bitterkeit, aber nur schwach. Wirklich schön mild und dabei halt diese schöne Rauchigkeit im Geschmack und im Aroma auch. Und jetzt gerade im Herbst, wir haben jetzt heute den 24. Oktober, nicht vergessen, Samstag werden die Uhren umgestellt zur Winterzeit. Da mag man halt, wenn die Tage kürzer werden, die Nächte länger und das Wetter schlechter, dann möchte man halt auch mal drin gemütlich sitzen. Jetzt nicht nur im Winter, auch bald mit so einem Glühwein, sondern halt auch mal schöne gemütliche Teestunden und halt wie gesagt gerade für die Eiler-Liebhaber
ist das hier meine dicke Empfehlung jetzt für Herbst- und Winterzeit. Jo. Ich werde wahrscheinlich diese Woche noch ein Tasting machen. Und am Samstag geht es dann schon wieder los in den Urlaub. Diesmal nach Hamburg. Wie gesagt, da wird dann ein kleines Video kommen. Und dann geht es auch langsam los Richtung New York.